So, dann ist schon die Antriebswelle schon ab. Hier, wenn wir weiterschauen, sehen wir, wie der ABS-Sensor hier dran gekommen ist. Das muss alles weg. Das ist schon ein Millimeter hier. Der hat dann schön hier drauf geschliffen. Das ist die Variante, ohne die Antriebswelle zu machen. Horsch Gelding ist bei Kfz.de. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es, zwei interessante Fälle, was ich immer wieder höre, dass viele Sachen ausgetauscht werden und trotzdem der Fehler noch vorhanden ist. Es geht um einen BMW E90. Beim Beschleunigen ruckelt das Auto auf einmal, DTC brennt oder DSC in dem Fall und der Wagen stottert. Und dann habe ich ja darüber schon zwei Videos gemacht und trotzdem finden viele diesen Fehler nicht. Heute will ich euch zum ersten Mal zeigen, wie ich das komplett mache, auf was man achtet und so weiter. So, ich zeige euch mal, worum es geht. ABS-Ring und ABS-Sensor. Und dann werde ich euch heute mal erklären, was DSC ist und DTC ist. Und wie ihr es selber testen könnt an eurem eigenen Auto, ohne auszulesen, ohne irgendwas anschauen, nur einen Knopfdruck. Dann könnt ihr feststellen, ob ihr das habt oder nicht. Und wie ihr das Ganze beheben könnt. Das heißt, wir werden heute komplett den Einbau zeigen. Viele Kunden haben auch immer gefragt, ist das der Fehler? Fehlerspeicher steht die Drosselklappe oder Einspritzdüsen, Zündaussetzer. Ja, die werden immer drauf stehen, weil das Folgefehler sind. Darauf werde ich auch noch später eingehen, warum die drauf stehen. Jetzt werden wir einmal Probe fahren. Das ist der mit 177 PS, hat er gesagt. So. Fehlermeldung ist ganz üblich bei denen, wenn ihr zum Beispiel, PDC brauchen wir doch hier gar nicht. Also Fehlermeldung ist schon, der springt mir schon entgegen. Das ist Reifendruck. Das ist auch üblich, ne? Jetzt fahren wir mal gucken, ob er das macht. Ne, weil ich habe den Kunden gerade gefragt, er meinte, am Samstag hat er das ganze Zeit gemacht. Heute natürlich zu unserem Glück gar nicht. Das ist natürlich der Vorführeffekt. Das ist wie, wenn ihr beim Zahnarzt seid und Zahnschmerzen habt, und dann sitzt ihr euch da hin und dann habt ihr gar nichts mehr. Also dieser Fehler ist sehr, sehr bekannt bei dem 1er und bei dem 3er. 5er noch nicht, kann aber irgendwann kommen. So, zweite Gang. V4-Effekt. Jetzt will er das gar nicht machen. Ne? So, jetzt erzähle ich erstmal, was DTC ist. Weil viele verwechseln DTC mit DSC. DSC ist Dynamik, Stabilisation, Kontrolle. Ja, ich werde es nicht richtig ausgesprochen haben. Und DTC ist Dynamik, Traktionskontrolle. Viele, die dieses Problem haben, haben auch im Fehlerspeicher folgende Sachen hinterlegt, wie zum Beispiel Drosselklappe, Einspritzung oder sogar Fehlzündung. Warum? DSC ist ja mehr für die Sicherheit zuständig, Anti-Schluff-Regelung, das heißt, sobald ihr anfährt, dass die Reifen nicht durchdrehen, dass ihr zum Beispiel beim Rutschen und dann halt zugreift. Ne? DTC macht das Gleiche eigentlich auch. Er greift in das Steuergerät ein und macht Folgendes. Drosselklappeverstellung verstellt er, plus er nimmt die Zündung weg, ganz zum Schluss sogar die Einspritzung. Und deswegen habt ihr das als Fehlermeldung auch hinterlegt. Und viele denken dann halt, es liegt an der Zündung, nein, es liegt an der Drosselklappe oder sogar an der Einspritzdüse. Ist es aber nicht. Der DTC wird ja auch bei manchen, heißt es ESP, elektrische Stabilisationskontrolle, oder VSC, kann ich niemals aussprechen, Vehizle Stabilisationskontrolle oder sogar VSA, und ist aber eigentlich immer das gleiche Prinzip. Dann hat man natürlich einen DTC-Knopf, drückt ihr einmal ganz leicht, DSC ausgeschaltet. Hält ihr das Ganze gedrückt, habt ihr eigentlich alles ausgeschaltet, auch DTC. Ja, ich habe dazu natürlich zwei Videos gemacht, da sieht man den Fehler auch. Aber der macht sie jetzt echt nicht. Das ist so ein Vorführeffekt. Das ist unglaublich gerade. So, und jetzt zeige ich euch, was das Problem ist. So, da seht ihr den ABS-Ring. Ich hoffe mal, das seht ihr gut. Und ihr seht, der hat keine Schleifspuren. Aber ich glaube auch, die Seite wurde neu ersetzt.
Ich habe da überhaupt keine Schleifspuren. Schauen wir uns jetzt die Seite an. Da haben wir den Reifen schon ab. Hier werden wir ja sowieso abbauen. Ne? Guck mal, da siehst du sofort schon. Siehst sofort schon die Schleifspuren. Ne? Siehst du sofort? Euro siehst du auch, ne? Guck mal da. Jo. Gut. Und da ist das Problem. Jo, da aber dann. Und jetzt haben wir immer wieder das Problem, dass wir hier mit Rost zu kämpfen haben. Die Schrauben, die kommen seit letzter Zeit echt sehr, sehr schwer raus. Ne, die sind richtig verrostet. Also werden wir da erstmal, was ich euch auch empfehlen kann, Finn Grease ist echt geil, kann ich euch empfehlen. Das heißt, wir werden jetzt die Antriebswelle rausholen und dann zeige ich euch, dann wird ihr erstmal so verstehen, was da ist. Das heißt, wir werden den ABS-Sensor wechseln plus ABS-Ring. Da werden wir erstmal schön sauber machen mit der Drahtbürste, weil es gab Fälle, die mussten wir sogar schön, ja, wie soll ich das sagen, heiß machen, damit wir die Schrauben abkriegen. Ich hatte auch schon Fälle gehabt, da sind die einfach abgebrochen. Passiert. Ne, deswegen sauber machen. Ich könnte das auch so abmachen, da kommt auch nichts raus oder so. Ne? Das ist ein eigenes Lager. Hier ist auch alles zu. Das heißt, ich könnte das einfach so abmachen. Und wenn wir das hier sauber gemacht haben, die Schrauben abmachen. Die 6 Schrauben. Dann könnt ihr die Antriebswelle erstmal runterbaumeln lassen, die Schraube abbauen und dann zeige ich euch, wie man das rausholt. Weil die Dinger sind immer saufest. Nicht rausschlagen. So, meine Drahtbürste arbeiten. Soll ich drehen? Ja, bitte. Okay. Wie viel Rost da rauskommt. So, jetzt haben wir die Antriebswelle ab. Jetzt guckt ihr die auch so schön so baumeln lassen. Das ist nicht schön, der geht auch nicht ab. Jetzt holen wir das raus. Erst die Sicherung entfernen. Siehst du erstmal, wie das Ganze hier verrostet ist. Ne? So, wie gesagt, das Ding könnt ihr nicht reindrücken oder so. Das Ding ist saufest. Saufest. Und das ist auch für später sehr, sehr wichtig. Weil die Flächen müssen wir sauber machen. So ein Presswerkzeug. Das ist auch nicht teuer, also ihr könnt das auch günstig holen. Das macht ihr mit 3 Schrauben fest. So, und jetzt hier dadurch kommt dieser Dorn rein, den wir einfach auf die Antriebswelle draufschrauben. Ja, ist auch ein 17er, da könnt ihr auch ruhig mit der Knarre arbeiten, das ist kein Problem. Ihr könnt es auch selber mit der Hand machen. So, jetzt das einmal drauf. So, dann ist schon die Antriebswelle schon ab. Ich nehme die raus, ja? Ja, ja, nimm die raus. Das war's schon. Hier, wenn wir weiter schauen, sehen wir, wie der ABS-Sensor hier dran gekommen ist. Wie der Rost den ABS-Ring quasi hochdrückt. Und dadurch schleift er an den ABS-Sensor. Da sitzt der ABS-Sensor und den holen wir jetzt raus. Ne? Mit einer 5er im Bus. Einfach mit dem Schraubenzieher. Vielleicht seht ihr auch, was ich mache. So, guckt euch das an. Seht ihr, wie viel Rost da drunter ist? Schiebt den ABS-Ring so weit hoch, dass wir den halt auch diese Schleifspuren dann am ABS-Sensor haben. Das müsst ihr jetzt alles weghauen, natürlich. Aber das ist das Zeug, was alles rostet. Guck mal, das muss alles weg. Das ist schon ein Millimeter hier.
Hier müssen wir gleich auch schön sauber machen. Das zeige ich euch, wie ich das mache. Ist schön gerade und der andere ist schön, ja, da sieht man, wie der abgeschliffen wurde. Der hat dann schön hier drauf geschliffen. So, das sieht man nicht so gut, Leute. Egal. Das Drahtgeschirr, ne? Ja, Drahtgeschirr wollte ich auch noch. So, diese Stellen hier, die müsst ihr sauber machen, Leute. Die müsst ihr machen. Weil das machen wir gleich in der Narbe genauso. Weil ihr habt ja gesehen, wie das Ganze hier schön festgebacken war. Das machen wir noch ein bisschen sauber. Ach, jetzt mache ich Rostumwandler drauf. Einfach nur ein bisschen, damit wir das Ganze noch mal ein bisschen stoppen können. Und lasst das Ganze, ich sag mal so 10, 15 Minuten einwirken. Du hörst richtig Rost. Das müssen wir jetzt alle einzeln wegmachen und dann später machen wir Paste drauf. Das hier müssen wir gleich hier draufschlagen. Natürlich müsst ihr jetzt auch mal erstmal gucken, ob das Ganze noch passt. Ne? Hier passt das Ganze noch, weil so viel Material wurde nicht abgetragen. Das ist immer wichtiger und ja, diese ABS-Ringe, man sieht ja schon, passt schon fast mit der Hand drauf. Ja, aber noch nicht ganz. Jetzt müssen wir den Rest müssen wir schön draufschlagen und das ist eigentlich das Schwerste an der ganzen Sache. Ihr seht, da wurde schon so viel Material abgetragen, dass ihr schon sehr, 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 sehr leicht drauf kommt. Aber das ist nicht schlimm. Habt da auch keine Angst, das Ding wird auch nicht rausgehen. So, nicht so schlagen oder so. Also versucht echt da drauf zu sein. Ne? Gleichmäßig, schön. Dann versucht die Seiten mitzunehmen. Dann machen wir hier eine Beule rein. Dann haben wir folgendes Problem. Dann ist er nicht mehr rund, dann ist er oval oder so. Und dann können wir das Ganze neu machen und die Fehler sind immer noch vorhanden. Das ist jetzt selbst wichtig, das reicht jetzt eigentlich schon, aber ich versuche da noch mal ein bisschen was rauszuholen. Das ist die Variante, ohne die Antriebswelle zu machen. Bei der neuen Antriebswelle haben wir das natürlich schlauer gemacht, haben das in einem Teil gemacht. Das heißt, ihr habt die Antriebswelle mit dem Gelenkkopf. Und das hier ist integriert, das heißt, ihr habt nur noch Zacken und ein Material genommen, was nicht so schnell rostet. Safe nicht gebraucht kaufen, weil gebraucht habt ihr genau dieses gleiche Problem. Und wenn ihr es gebraucht kauft, achtet bitte auf die ABS-Ringe. So, was ich auch gerne mache, damit wir, ihr seht, wie die Schrauben hier verrostet sind. Ne? Das ist das Problem bei diesem Auto. Irgendwann sind die sowas von hier festgerostet, dass wir die nur noch abschneiden müssen. Das heißt hier Vorsorge, ihr kennt das, einfach mal sprühen und das reicht einfach. Natürlich nicht ans Gewinde, das hier reicht so und so lassen wir das Ganze. So, und jetzt bauen wir das Ganze wieder ein.
Kabelsensor rein. Haben wir schon vorbereitet. Schön drauf. Und dann fahren wir eine Probe, gucken, ob alles in Ordnung ist. Und ja, das war's damit. Kein Hexenwerk. Oh, jetzt machen wir mal Zündung an und werden gleich sofort die Fehlermeldung noch mal sehen. Hier haben wir die. Davor konntest du das natürlich nicht löschen. Aber jetzt schauen wir mal, ob wir das löschen können. So, dann Reset. Hier gedrückt halten. Und ist Reset. Schlüssel wieder rein und dann gucken. Keine Fehlermeldung. Super. Ich muss aber sagen, das Auto lässt sich echt sehr, sehr gut fahren. Muss ich sagen. Wir haben hier den 2 Liter mit 177 PS, 174 PS, ich weiß es nicht. Hat der Kunde gerade auch gesagt, ich muss sagen, super. So, jetzt funktioniert DTC, DSC einwandfrei. Und ich bin mir sicher, wenn wir den jetzt auslesen würden, würde jetzt die Drosselklappe und so weiter alles drinstehen. Müsst ihr auch nicht. Eigentlich das schaut nach den ABS-Ringen. Wenn die Schleifspuren haben, direkt nicht weitersuchen, erst das beheben und dann ist es in Ordnung. Aber das nur bitte machen, wenn ihr DTC gedrückt hält und der Fehler ist weg. Dann erst nur machen. Bei uns in dem Fall war natürlich sehr viel abgetragen. Ja, es gibt echt Fälle, wo wir die Antriebswelle einfach erneuern müssen. Weil da kommen wir nicht drum herum. Wir haben aber einen Punkt. Irgendwie vorne. Ja, das sind andere Sachen. Kann man auch so. Bei den nächsten Videos werden wir einen VC ein bisschen auseinanderbauen und in Stand setzen. Ihr glaubt es nicht. Für eine kleine Dichtung, die ein paar Euro kostet, müsst ihr den Motor auseinanderbauen. Das ist unglaublich. Zeige ich euch mal. So, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat und ihr solche Videos noch sehen wollt, einfach liken und ja, kommentieren. Bis dann, ich bin raus. Ja, als ein Kunden glücklicher hier. Error, Scheibe nicht besser.